So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro. Ja, wir spielen hier mal wieder und ja, sorry, dass es in letzter Zeit nicht so oft kommt. Problem ist, ich bin den ganzen Tag arbeiten, jetzt bin ich dank meiner Blinddarmentzündung, die jetzt wieder vorbei ist, beziehungsweise mein Sportverbot, bin ich jetzt auch wieder im Fitness und ja, gleichzeitig auch noch Fahrschule. Dementsprechend bleibt hier kaum Zeit für andere Videos als Pokémon und dementsprechend fällt Yu-Gi-Oh! Ein bisschen flach und dementsprechend, ich bin ja, wie schon gesagt, immer noch in meiner Lernphase, heißt, ich bin eh nicht der beste Yu-Gi-Oh! Spieler und ja, schauen wir mal. So, ich spiele heute Simochi Burn Deck. Ich weiß, es ist eklig und ich bin ein schlechter Mensch, aber komm, wir tun's für die Kids. Ja, das Simochi, das ist sehr gut. Und wir haben zwei Battlefelder in der Hand, sprich, wir überleben hier ein bisschen was. Ja, in dem Deck geht's einfach nur darum, den umgekehrten Effekt von Life Points erhöhen zu erwirken und zwar Life Points zu verlieren. Er spielt 47 Karten im Deck, das ist nicht so gut, aber schauen wir mal, was er vorhat. So, dann spielen wir mal das mal. Dann spielen wir das hier gesetzt. Und wir haben auf jeden Fall ein lustiges... ich spreche mir ein lustiges Duell gegen den guten hier. Und ja, das Simochi-Deck ist so eh noch nicht perfekt. Und ich will es gar nicht perfekt haben, weil ich spiele sowas normalerweise nicht. Ich will noch nicht immer das gleiche Deck dabei haben. Und dementsprechend, um euch Unterhaltung bieten zu können, habe ich das jetzt hier mal schnell zusammengebaut. Wie schon gesagt, ich finde selber bauen immer 100-mal cooler, als irgendwie eine Deckliste kopieren. Aber... Wenn man Decklisten sich tatsächlich schicken kann und ihr irgendwie einen Ordner von was weiß ich, wie vielen Decklisten habt, dann könnt ihr mir den von mir aus irgendwo uploaden auf Google Drive oder Mega Upload und könnt mir den schicken. Weil dann habe ich so ein paar Decks, die ich haben will und dann, what the fuck, der spielt Zombie, aber okay. Ja, dann kann ich das halt zusammenbauen und so. So, dann aktivieren wir mal das da. Das aktiviere ich noch nicht, bevor ich nicht weiß, was für ein Deck er spielt. Und nee. Ja, jetzt weiß er, was wir spielen. Das wird jetzt auf den Friedhof gelegt. Spaß, es wird erst... Oh. What the fuck? Alter. Er ist nicht stark genug, um uns zu killen. Das ist lustig. Bitte kein MST. Oh, das ist ein MST. Denke ich. So, ist erstmal Regen der Gnade. Jetzt würden wir beide 1000 Lifepoints kriegen. Ich hoffe, er hat keine MST liegen, dann freue ich mich. Nee, chenne ich nicht an, weil ich auch noch nicht weiß, was er für Deckkarten spielt. So, dann kriegt er 1000 Schaden, das ist nicht gut. Da spielen wir verdeckt. Und wir spielen noch einen Regen. Also MST killt natürlich das Deck. Und das Deck hat 6 Karten, die diesen Effekt anzeigen. Und ich spiele noch zum Spaß einen Gold-Sarkophag. Es ist trotzdem übelst inkonstant, meine Freunde. Und glaubt mir. Das ist das Problem an dem Deck. Er spielt Vampir, Zombie, irgendwas. So, jetzt aktivieren wir die Karte erstmal, bevor es irgendwie zu spät ist. Haben wir Spielzug, Schadensberechnung. Okay, er kommt über uns drüber. Und er kann... ja, okay, das ist mir egal. Nee. So, ich denke mir, er spielt Exceed. Oh, ich krieg 2000, hab auch noch Glück gehabt. Ihr seht, ich bin mittlerweile bei 11.000 Life Points. Darum geht's aber nicht primär. Es geht einfach nur primär darum, dass die Burn-Karten, also die Life Points erhöhen Karten, viel krasser sind als normale Burn-Karten. Und dementsprechend ist es ganz leicht, den Gegner damit, wenn man die Karten da hat, wegzukriegen. Weil es gibt den Geschenkgutschein, der gibt einfach 3000 Lebenspunkte für den Gegner. Mit der Karte gibt er ihnen 3000 fucking Schaden. Und das ist krass. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das Deck gut ist, aber ich glaube nicht. Oder darf sich was searchen, wenn er das tributet. Die Karte ist gar nicht mal so schlecht. Die ist ein Searching für alles. Aber jetzt kriegt er erstmal 1000 Schaden, weil er das killt. Ja, dann killt es mal. Das juckt mich ja eh nicht. Weil das steht eh auf der Karte, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird. Und ja, dementsprechend. Tschüss. Das ist eine zweite brennende Algen. Und ich denke, ich habe jetzt gewonnen. Wenn er Simochi nicht wegkriegt, dann hat er verloren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Exceed ist und nicht irgendwie Fusion oder so, weil Exceed macht am meisten Sinn, wenn man sowas zweimal oder dreimal spielt. Keine Ahnung. Jedenfalls, was ziehe ich nach? Es ist die gute Frau hier. Ja, das ist gut, weil wenn wir keine MST haben, dann haben wir wenigstens die. Dann beschwören wir die mal. Ja. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir machen können. Was macht der denn? Ja, dann ist sie unsere Absicherung, falls er uns jetzt MST'en will. So, okay. Wir können ihn nochmal 3000 Schaden safe machen und er müsste das auf den Friedhof legen, um zu gewinnen. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall, wir haben nur eine Absicherung nachgezogen. Hätten wir jetzt einen Abstand nachgezogen, wäre ich jetzt auf Risiko gegangen und geschaut, ob es das Exceed wäre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Exceed ist, weil... Wobei Vampire haben doch irgendwann mal Support gekriegt. Ich weiß zwar nicht, mit was genau, aber sie haben Support gekriegt, das weiß ich nicht.
Na, dann schauen wir mal. Na, dann schauen wir mal. Wie schon gesagt, ich würde euch gerne ein interessanteres Duell bieten, aber ich habe gerade keine Decks. Beziehungsweise, ich habe Decks, aber die habe ich ja schon alle gespielt. Doch PP habe ich noch, aber damit bin ich nicht gut genug. Und das Ding ist einfach T0-Deck und einfach vollkommen interessant. Also, ach komm, ich habe jetzt, ich dachte, ich gehe auf Risiko. Ich weiß halt echt nicht, was er da drin hat. Und ich möchte, wobei, es ist uns eigentlich scheißegal, weil wir haben eh von jeder Karte 1. Okay, dann machen wir es gleich nochmal. So. Dann komm, aktivieren wir die Karte mal und sagen jetzt einfach Exceed. Bitte Exceed. Oh, er hat mehr Exceed-Karten als ich. Aber er spielt auch. Ah, okay, er spielt auch noch ein paar Synchros und zwei Fusionen. Gut, aber. Ja, gut. Es reicht ja, wenn man zwei Punkte mehr hat. So, jetzt gibt's eine lustige Combo. Jetzt special ich ihn einfach. Lava Golem ist aufs Feld und er hat verloren. Weil Simochi. Also er macht eh 1000 Schaden, der Lava Golem, und spätestens wenn er das hier weglegen will. Ah, er macht Phoenix Chain auf Lava Golem. Ja, das war auch schlau, sonst hat er nämlich verloren. Tja, dann machen wir mal Endphase. Ein Abstand und er liegt. Problem ist, wenn er jetzt den MST oder sowas zieht, dann haben wir ein kleines Problem. Ja, der geht ja nicht durch. Ah, Kosten sind, dass er sich Effekt aktiviert, oder wie? Na gut. So, er könnte das jetzt zerstören, aber dann stirbt er. Und das will er nicht. So, komm, Upstart von oben, das wäre jetzt richtig lustig. Nein, nochmal brennende Algen, das ist blöd. Habe ich Exceed Stufe 3? Stufe 4 wegen Gaga Cowboy. Ja, das wäre jetzt lustig, wenn ich den jetzt mit Cowboy killen würde. Dann setzen wir das hier mal und schauen, was er macht. Also die Finish Chain auf sein eigenes Monster zu machen, ist halt echt schon ein bisschen gemein. Aber es macht Spaß, gegen den Typen zu spielen. Das spielt nämlich auch nur ein Fun-Deck, weil Simochi ist halt, wie schon gesagt, nicht immer sehr konstant. Und dementsprechend haben wir da eine bessere Chance zu gewinnen. Ich denke, ich werde es auch bei ein Duell dieses Mal belassen, weil, ja, sonst wird das hier nicht. Oh gut, jetzt habe ich eigentlich mit Pot eine so krasse Möglichkeit, was Gutes nachzuziehen. Battlefade, ein drittes Mal, Wege des Schicksals und Upstart Goblin. Das ist die Karte, die einfach unglaublich broken ist. Ja, das Ding liegt halt so, dein Gegner verliert 1000 Life Points. Und du darfst die Karte ziehen. Das ist einfach unglaublich gemein. Gewonnen. Okay. Ja, GG an meinen Gegner. Wie schon gesagt, der arme Kerl musste gegen so einen Scheißdreck spielen. Jedenfalls, wir haben gewonnen. Aber glaubt mir, Leute, das Deck ist nicht so ordentlich konstant. Ich habe es noch nicht so gut aufgebaut. Dementsprechend, trotzdem, danke fürs Zuschauen. Auch cool, dass der Gegner da nicht geragequittet ist. Manche machen das nämlich. Ja, wir sehen uns im. Also, falls ihr wirklich übelst viele Decks habt, dann haut mir die einfach mal irgendwie einen Download-Link irgendwie rein. Dann schaue ich mir das an und kann mir die alle downloaden, weil dann habe ich ein paar Decks. Ich werde sie natürlich nach meinen Belieben anpassen, aber dann habe ich so ein paar Grundrisse. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, ansonsten, ja, YOLO MOLO, meine Freunde. Supportet das Projekt weiterhin und dann kommen auch bald andere Yu-Gi-Oh! Videos.